Fast ein Drittel der insgesamt über 1 Million geflüchteten Menschen in Deutschland ist minderjährig. Deren Integration stellt die Gesellschaft vor der Herausforderung, Bildungsangebote wesentlich auszuweiten. Diesem komplexen Thema wurde die externe Sitzung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge in Schwerin gewidmet. Der Mangel an Kita- und Schulplätzen für Flüchtlingskinder bleibt immer noch spürbar. Dasselbe betrifft den Fachkräftemangel im Bereich Bildung. Kommunen allein sind nicht in der Lage, das Problem zu bewältigen. Systemische Lösungen müssen her. So lautete die Botschaft des Deutschen Vereins. Die Kommunen können das nicht, vor allem hier im Mecklenburg-Vorpommern, aus eigener Kraft stemmen. Die sind teilweise hoffnungslos überschuldet und brauchen deshalb natürlich auch die entsprechende finanzielle Partnerschaft und Unterstützung der übergeordneten Ebenen. Deswegen bitte ich auch immer, die kommunalen Ebenen zu prüfen, a, Tagesmütter, gerade im U3-Bereich, und natürlich auch nochmal zu schauen, niederschwellige Angebote, sodass die Kinder auf jeden Fall erstmal einen Platz bekommen. Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge ist der Zusammenschluss der öffentlichen und freien Träger sozialer Arbeit. Er wurde 1880 gegründet und zählt zu den ältesten Wohltätigkeitsverbänden Deutschlands.